Ja, so ist einmal vor die Karre. Du bleibst noch sitzen. Ich will es halt nicht vergessen. Ja, besser. Zack, zack, ihr verpisst euch jetzt hier. Zack, verpisst euch hier. Verpisst euch hier, zack. Liebe Dachbewohner. Verpisst euch hier, sonst knallt's. Seht zu, verpisst euch jetzt hier. Aber wenn ihr wollt, dass eure FIB-Kollegen dabei draufgehen. Alter, ich hasse die Fotze genauso, Alter. Ich stell direkt die Hohensohle, Alter. Stell dich vors Auto. Jetzt verzieht euch, sonst knallen wir euch weg. Verpisst euch. Nein, ihr habt euch den Kopf aus weg, Mann. Hau ab, ihr seht auch mal sein. Schneller und ich knall dir direkt in den Rücken. Jetzt ernsthaft, ne? Egal. Abmarsch. Rest auch. Zugriff. Hände hoch, sofort die Hände hoch. Sofort die Hände, Hände hoch. Sofort die Hände hoch. Aussteigen oder aussteigen. Kawasaki stören. Nicht einsteigen. Sofort Hände hoch, Hände hoch. Hände hoch. Kawasaki eine Sekunde Hände hoch haben. Gut. So, aussteigen. Aus, zack, zack. Ich ebenfalls. Warte. Ja, aussteigen, hopp. Okay, warte, warte. Sehen Sie mich jetzt? Jetzt sehe ich Sie, ja. Jetzt ist positiv. Okay, Hände hoch. Ja, wenn ich hab die Hände hoch. Ihr habt die Wahl. Ihr kooperiert oder die Jungs werden sterben. Haben wir noch Seile? Der ganze Aufwand für eine Dame, die sie verletzt hat. Verstanden. Da stehen noch ein paar mehr auf der Liste. Cunningham haben wir ja schon beseitigt. Ey, wenn sie schießen, werden unten alle Geiseln sterben. Haben sie nicht verstanden? Bitch, name a list. Still I'm going no swish. Shots of rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intake. Das, was ich bis jetzt als Erfahrung mitnehmen konnte, egal wie erfolgreich du bist, es wird immer wieder Probleme kommen, die du lösen musst. Und ich glaube, das ist so das Leben. Probleme lösen. Die gerade gesehen, hinter uns waren 1000 Bullen, ne? Ja, SEAB 132 All Cops Bastards. An den Shop. Da waren 1000 Bullen gerade gewesen. Fuck Police. Ich hab alles versucht. Guck mal, wie viel hier los ist, Digga. Ach du Kacke, Alter. Hier links, du musst hier irgendwo parken gleich. Ach du Scheiße. Ah, ob ich direkt einen Enemy spotten kann. Oh Gott, Junge, Alter, und da hinten, Enemy spotted. Oh, rechts. Backe, backe, backe. Überhaupt vermuten? Ich hab gesagt, wir haben Adels. Ach so, Dings hier. Dings, wer? Mascha? Ja, ja. Aber. Komm mit. Ja. Habt ihr vielleicht 3000 Dollar für mich? Bruder, wie ja, sehe ich aus wie eine Bank? Also ich hätte sogar mehr als 3000 Dollar. Kannst du mal 8 Nullen dranhängen, aber ich verschenke kein Geld. Nix ist wichtig, mehr. Mann, ist echt wichtig. Ja, ist mir egal. Ja, dann guck mal, hier ist eine Bank, mein Freund, schau. Da kannst du mal reingucken, ob dein Hartz IV schon da ja, ist, ne? Ich hab kein Konto, ich glaube. Ja, das ist schlecht, ne? Ich hab nichts auf Konto. Okay, ne? Dann noch einen schönen Abend, gell? Ja, hau rein. Ist das hier Cramper? Oder Sarah, ja? Hallo? Hi, servus. Das ist rechts, ist mein Freund, der Herr Montana, den kennen Sie, glaube ich, noch nicht. Wurde man immer ohnmächtig und immer krank, und da konnte man nicht viel machen. Was hat er gesagt? Bastis. Ey, was? Okay, hat er gesagt. Aber nicht zu uns, oder? Doch, natürlich. Echt? Bitte? Lass ihn kommen. Ja. Willst du hinterher fahren, oder was? Jo, Tim. Denkst du, lass mir das zweimal sagen, oder was? Entschuldigung, ja, aber. Ja, gut, abwarten. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, das hab ich gesehen. Entschuldigung. Au! Egal. Wo ist der Hund? Da, rechts. Evo. Oder? Nein. Ah. Stellt euch doch mal an, dass hier gleich eventuell eine Schießerei stattfinden kann. Boah, geil. Am Würfelpark. Geil. Ja, ich schieße halt gleich am Würfelpark, Digga. Wer macht denn da? Noch nicht da. Pack einfach hier. Scheiß drauf, komm. Mach eine Schießerei. Bitte auf den Cap. Digga, ich bin dabei, Alter. Wo willst du hin? Nee, wir sagen allen. Ja, das wird der Würfelpark hier. Ja, hast du direkt davor fahren mit Porsche, Digga. Fuck. Ja, da geht, warte. Ich hab keine Zeit mehr, Bro. Ich muss Schießerei. Ja, wir sind auch hier direkt, ne? Prioritäten setzen. Aber Bella Wilson ist hier. Ich schieß auf die. Scheiße! Was ist das? Digga, was ist denn der Problem? Ich hab auch einen Keko, der hat mich angemacht, ne? Ich weiß schon, ob ich ihn gerade habe, Digga. Wo? Ja, der hat Michigan zu mir und Cramper gesagt. Das darf keiner sagen, Digga. Sunny. Hä?
das schlimm, wenn ich daneben schieße und Bella treffe? Denn in einem Feuergefecht sind diverse Kollateralschäden, auch in menschlicher Form, ab immer gang und gäbe. Genau, im Nebenkrieg schon. Richtig. Also pass ich muss auf, sagen, ich schieße auf die Frauen und Kinder immer auf. Zuerst. Ich auf Bella als erstes schieße, der kriegt Breakdown. Sonny, können wir das machen? Warte, was? Ich kann gerade nicht, mein Funk geht nicht, warte. Sonny? Test, Digga. Der kann. Ey, Sonny. Ja, Funk kackt ab. Jetzt, hallo? Was? Sonny ist Funk kackt ab. Jetzt, jetzt kackt seinen Funk ab, Digga. Pech muss man haben. Hallo? Jetzt, ja? Was? Okay, können wir das machen, dass wir Rankdown geben, wenn die nicht zuerst auf die schießen? Da bin ich dabei. Zieh okay, ich da bin ich dabei und ich bin sogar ein bisschen geil, muss ich sagen. Und ist das, Rank ist das auch so, wenn sie kicken und wenn sie am Boden liegt? Ist das auch so, wenn ich okay, damals schon gesagt hätte, ich hätte sie gern weggeschossen? Nehmen. Digga, wollen wir Welle machen, dass der meinen Parkplatz geklaut hat? Komm, machen wir. Wen schießen wir? Welcher war das denn? Ja, der hinter mir direkt. Echt? Ja, komm, ich mach Welle. Ich mich mit dem an. Meinst du, Digga? Komm, ich mach komplett jetzt Welle. Welcher ist das? Ja, hey, Sonny, wo ist denn der? Oder wer will der ist weggefahren. Ich weiß nicht, da ist eine andere Fetzerei. Komm, Würfelpark. Ich kann ohne Grund ausgehen. Ich bin Würfelpark. Wo bist du? Ich auch. Ich stehe hier an der Bank, Digga. Golfschläger weggeschlagen. Kein Problem. Komm. Voll bang hier auf der Ding. Ja, pack einfach hier, komm. Mach mal, da war Stress ohne Grund jetzt gleich. Toni, der Typ steht wieder hier, ne? Da war noch so ein Typ, der war weiß angezogen. Platz hier, Junge! Er da oder was? Nein. Wer von euch beiden ist gerade gefahren? Der Herr Montana. Oh, Verzeihung. Das finde ich nicht okay. Bella hier, okay. Ja, brauchst du Reparaturkits? Nicht lustig. Wem gehört denn der Wagen da drüben eigentlich? Ich würde gerade sagen. Der hat mein Fahrrad. Deine Leute können nicht fahren. Schnauze. Entschuldigung? Das sagst du den, der keinen Führerschein hat. Wem gehört denn der Wagen hier vorne? Welchen denn? Auf den ich hier gerade schaue. Der hier? Ja. Das ist aber nicht, wem der gehört. Wird der dir? Dir gehört der auch noch mal. Ja, ist meiner. Deiner, wer bist du? Gib doch mal Geld, Ethan Asaki, wieso? So. Was? Ethan Asaki, kenn ich dich? Bin ich ein bisschen frech, mich zu fragen, wer ich bin? Ja. Wer bist du? Ethan Asaki. Ey, ich will nicht wissen, wer du bist. Wer bist du, dass du mich das fragst? Pass auf. Gib mir das perfekte Geld. Willst du den Herren da im Krämeranzug? Wer bitte? Weißt du was? Pass auf, der Herr im Krämeranzug hinter dir, siehst du den? Gib es, keine Antwort im Kopf. Yes. Pass mal auf, wenn der möchte. Dass du hier wegpackst, packst du hier weg. Hey, ja? Gegen wen bei der Heu? Und er ist das Einzige, was mir gerade davon abhält. Gegen wen? Dein scheiß Gesicht zu trümmern, ja? Keine Ahnung. Ihr könnt ja sagen, ich soll wegfahren, dann fahr ich nicht weg. Fährst du jetzt weg, okay? Findest du das witzig, oder? Findest du das lustig? Okay, fahr der noch. Schlag ihn tot. Naja, warte mal. Das Problem ist, ich hab 5 Minuten vorher hier geparkt. Hast du ihn jetzt nicht ausgelacht, oder? Das ist schon okay, ne? Wie bitte? Du hast ihn nicht ausgelacht, oder? Sind wir Freunde? Neutral. Ich möchte aber mit dir befreundet sein. Ja, dann sind wir befreundet. Das finde ich gut. Jetzt darfst du trotzdem wegfahren. Schönen Abend noch. Jo, ich auch. Jo. Ja. Check wieder ein. Alles gut. Was ist so? Bitte? Ich liebe... Weg von meinem Auto. Das ist ihr Auto. Ohne Grund. Jo. Ohne Grund. Der Typ war komplett unschuldig. Hat ihr es gemacht? Sowas macht mich natürlich wieder geil, ne, an der Stelle. Ja, also, ich weiß nicht, aber... Die hast du jetzt nicht weggeschickt, damit du hier parken kannst. Doch. Das ist. Ich stand vorher auch schon hier. Bist so ein Spaß, Alter. Ja, ich stand doch auch vorher hier, ne? Deswegen, naja, Verzeihung, aber. Ja, war halt sein Parkplatz. Ich stand so irgendwo haben, deswegen. Boah. Was ist das? Gambo-Park oder was? Hat du Würfelparkverbot? Wo ist Gambo? Schlägerei. Wieso Würfelparkverbot? Hätten dich doch einfach liegen lassen können, wenn wir wollten. Aber wir wollten dir noch eine Chance geben. Ja, wir sind von der Modeindustrie, wir betrachten sie als Erfolg. Nee, der Freund deines Freundes, deines Feindes. Ja. Nein, ja. Ach, also meines Erachtens hat sich die Familie an die Preise gehalten. Ja. Der Petrus hat die Preise bekommen, da war ich dabei. Und die sind eingetragen und die wurden direkt eingetragen. Und ich habe mich auch dran gehalten. Und jetzt ist an der Zeit, da wieder ein klar Schiff zu machen und dann passt das. Ihr hättet das genauso gemacht in der Position. Wenn wir den Feind unterstützt hätten, ihr hättet noch schlimmere Dinge gemacht. Wer weiß, was andere gemacht hätten, ne? Fratello, hast du den Funk gehört? Wir müssen gleich mal. Echt? Ja, mein Funk geht gar nicht. Na, gehen wir mal rüber, ne? Okay, alles klar. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Mich auch, ne? Besonders einen der höchsten. Dankeschön, ja. Mich auch. Pass auf euch auf, ne? Alles klar. Zeit. Macht's gut. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber wieder schön. Wochenende bin ich auch da. Freut mich. Super, jo. Ich hätte jetzt nochmal richtig Bock auf ein bisschen Stress. Ja, Digga, ey, das ist halt schon sehr offensiv. Weißt du, ich bin immer gern... Oha, Digga. Geil. Jo, willkommen im Würfelpark. Gibt so viel Vollidioten, die Stress wollen, Alter. Ich kann ohne Grund ausgehen. Kein Problem, komm. Mach mal da, aber Stress ohne Grund jetzt gleich. Am besten runtergehen von der Straße, wenn wir RTW durchführen. Schrei mich nicht so an, Junge, Alter, oder kriegst gleich ein Brett, ja? Das war sehr unfreundlich, die Dame. Ja, dafür werde ich bezahlt. Oha, grüßt euch, Bruder. Sein. Nimmst Boah, du, soll ich? Der von gestern, Habibi. Wir möchten nicht unfreundlich sein, die Dame. Bin das nicht gewöhnt, wenn man so mit mir redet. Ne? Machen sie ihren Job, aber reden sie nicht mehr so mit mir, haben sie mich verstanden. Dankeschön.
ich glaube, du hast so ein bisschen gerade den Arsch offen, oder? Wie redest du mit meiner Kollegin? Wie redest du mit meinem Konsulieri, Katze? Oh, jetzt falsch. Hast du gerade zu mir gesagt, ich hab den Arsch offen, oder was? Wie redest du mit den Medizinern, Junge? Ja, also, weil... Ey, Jungs, Digga, könnt ihr euch erstmal um mich kümmern, Digga? Wie redest du mit den Medizinern, Junge? Medizinmann, hast du gerade gesagt... Hast du gerade gefragt, ob ich den Arsch offen habe? Das hab ich gefragt. Lass den Mediziner in Ruhe, Junge. Das hab ich gefragt, so, dich f*** jetzt auch. Wer bist du? Wie ist dein Name? Ach, scheiße, Digga. Wie ist dein Name? Nimm den mit. Wie mein Name ist? Nein, du nicht, der andere. Ja, mein Name nimm den mit, ist Timon Taylor. Nimm den mit, oh, der ja, Regula, kümmere dich doch um mich. Ich hol Auto, ich hol Auto. Komm mal mit. So, hey, der Rest bleibt hier. Warum bist du so zu mir? Alter Kollege. Ich habe zu deiner Freundin gesagt, oder zu deiner Kollegin, ich möchte nicht mehr, dass sie so mit mir redet. Dankeschön, tschüss, und wollte weglaufen. Dann sagst du zu mir, fragst mich, ob ich den Arsch offen habe? So, da darf ich mal ganz kurz an den Patienten ran. Ja, das... Mein Kollege, hast du den Arsch offen? Ja. Hab ich gefragt, richtig. Also, du bist dir bewusst, dass du einen aggressiven Akt vollzogen hast gerade, oder? Was hab ich losgezogen? Einen aggressiven Akt mir gegenüber nach meiner passiven Handlung. Bandi geht's nicht so, ne? Also, bitte? Bandi geht's nicht so, ne? Also irgendwie... Mich fragt keiner hier auf der Insel, ob ich den Arsch offen habe. Hast du mich verstanden? Egal, wer das ist. Na, hab ich so verstanden, ja. Hey, Bruder, was hast du das Idiot? Dann mach deinen Job. Ja, man gibt's sein Bestes. Das nächste Mal, wenn du mit meinem Kollegen sprichst, machst du den Mund leer, bevor du mit ihm sprichst. Hast du mich verstanden? Ja, hab ich verstanden. Na, wunderbar. Sonny? Ja. Da war gerade jemand der Meinung, auf seine Porsche rumzutanzen. Ihr denkt, ihr habt hier einen Heilfreim-Status, weil ihr jetzt Medic seid, oder was? Oh, also, dann passt halt doch mal an, wenn man vernünftig mit euch redet, dann redet ihr auch. Ey, Bruder, guck mal, der hinter dir mit Kette, mit Oberkörper frei, der ist Trostkrämpfer, Digga. Krämpfer. Mit Sakko, Bruder. Man kann doch vernünftig reden, oder nicht? Ja, hey, und ich hab gesagt, schönen Abend. Also, den Arsch offen, das ist keine Art zu kommunizieren. Und ich hab gesagt, schönen Abend auch, was ist denn gleich? Nicht so schön, ne? Ja, richtig. Ja. Also, mach dich ab jetzt. Lassen wir das nächste Mal, wer weiß Bescheid, denke ich, ne? Ich hab das gesagt, weil ich weiß, dass das nicht auf jeden Fall ist. Oh, mach's gut. Ich hab kein Wort hier, ne? Mir platzt das Ohren, seht ihr. Nein. Wer pfeift hier so an? Ja, mit dem weißen T-Shirt oder nicht? Ja, dann fick ihn. Habt ihr den anderen Bastardo kalt gemacht da? Komischen... Der steht neben den Bullen. Der steht neben den Bullen hier. Moment mal. Wo? Dieser scheiße Ausnahmezustand in der Pilz. Der Mercedes? Ja, ja. Warum habt ihr den nicht kalt gemacht, Jungs? Warum habt ihr den nicht kalt gemacht, Jungs? Habt ihr dem eine Packung aber gegeben, wenigstens? Alter, hier geht's ja nur ab, wa? Er denkt auch, weil er Medic ist, so böse. Junge, Alter, ich hab gedacht, ich hör nicht richtig. Guten Abend, der Herr. Die denken halt, weil die Medic sind, können die keine Ahnung, wie was sonst was geben. Ja, ist so. Ja, wenn du frech bist, hebe ich dich halt nicht auf. Und leck mir doch eine Eier, Alter. Ganz ehrlich, so, was ist das zu verhalten? Guck mal, du musst die Hunde, die Leute hier. Du musst die Leute dressieren wie Hunde hier, weißt du? Wenn du über die Straße läufst. Ich hab's Geld gekriegt. Wenn du über die Straße läufst, dann läufst du über die Straße, ja? Und dann machst du es, weil du es kannst. Und dann hat dir keiner was reinzureden. Machst du gerade wie Deci, Jungs. 1 auf 7. Was ist hier los? Wohl viel 1 auf 7, aber was ist das denn? FNMDM. 1 auf 7. Hier ist nur Gambo. Hier ist echt nur Gambo. Digga, was geht nur, Alter. Da hinten geht's ab, oder nicht? Und was? Das sind unsere da vorne, die gerade schon Gambo Stress mit dem machen. Gehen Sie doch weg. Mensch, diese Sirenen sind so laut. Können Sie nicht mal ausmachen hier. Einmal sofort die ganzen Fahrzeuge abziehen und uns auf, das Fahrzeug zu bedrängen. So, und du steigst jetzt aus der Karre aus. Steig aus der Karre jetzt aus. Du steigst jetzt aus dieser scheiß Karre aus. Wie lasst ihr noch vor? Redest du mit meinem Konziliere? Ich hab ganz normal, ich hab Stück nur Scheiße gesagt, dass ich nicht mehr drehen soll. Guck mal, denkst du, du bist sicher vor der Polizei? Ey, ey, Starsky, wo ist das? Denkst du, du bist hier sicher vor der Polizei, Junge? Was soll ich dafür sagen? Ja, nein, aber... Ja, aber ja, wie redest du denn? Ich hab den Medic verteidigt, glaube ich. Ja, wer bist du, dass du den Medic verteidigt? Das ist ein Mediziner, der mich auf den Boden aufhört. Ist mir doch egal. Misch ich mich bei deinem Ehestreit ein, wenn du Streit mit deiner Frau hast? Nein. Ja, ich hab nicht. Ja, ich bin eine Frau. Von daher, ich muss keine Runde. Oder mit deiner Mutter oder so. Ja, ich will, glaube ich, auch nicht. Misch ich mich da ein? Nee. Also, dann red mir da auch nicht rein. Ja, das ist gut. Gut. Das war's schon. Also, wir haben hier was zu klären. Das ist richtig. Wir klären das jetzt mit dem Typen und dann hauen wir hier ab. Ich glaube, das ist besser, das war's schon. Das war's schon. Nichts mehr, weh. Schon geregelt? Ich hab's ihm gesagt, wenn ich mich bei seiner Mutter nicht einmische, wenn er streitet mit ihr, dann hat er sich bei mir auch nicht einzumischen. So. Ich mag dieses Tatütata schon manchmal, gell, aber manchmal ist das auch etwas sehr, sehr, sehr aufregend. Schön, dass Sie sich dazu entscheiden. Aber an Weihnachten ist das auch schön, ne? Weil an Weihnachten gibt's auch so rot-blaue Lichter, ne? An den Weihnachtsbäumen. Wollen Sie es jetzt ausmachen? Weil das nervt ein bisschen. Weil jetzt ist gar kein... Wir sind doch alle gepflegte Bürger hier. Sobald die Straße hier frei ist und keine Gefahr mehr ist für Leute, die hier durchfahren, mach es gerne aus. Oh, was war das? Was? Wer hat das denn gesagt? Oh, das war aber nicht fein. Ich glaube, da müssen wir aber nochmal los, ne? Nee, das war wirklich nicht fein. Welches? Wo liegt denn das Kommissar-Herr-Problem? Wie gesagt, was haben Sie gerade gesagt? Wo liegt das Kommissar-Herr-Problem?
So, der einmal von der Straße runter, die ganzen Herren, die einmal von der Straße runter. Alle einmal von der Straße runter. Das ist für jeden Beteiligten, der nicht ist. Jetzt kommen sie mal von meinem Auto runter, ist das Ding. Alles klar, Herr Problem. Alter, nur Gambumbangbo hier, Junge. Weißt du, guck mal jetzt. Die machen gar nichts, die Bullen machen gar nichts, Mann. Die machen sie auch nicht. Aber guck mal, ich lauch auf der Straße, ja? Ich mach's einfach. Der Körper macht was für Freund, Digga.